800.000 Flüchtlinge sollen da jetzt kommen. 800.000, gut, nur ein bestimmter Teil davon werden auch in Deutschland bleiben, aber 800.000 Flüchtlinge, da kriegt der Deutsche natürlich Angst. Gut, die Neonazis, die da in Groteskchen aufmarschieren, möchten keinen einzigen Flüchtling in ihrer Nachbarschaft. Sie wollen alleine, deutsch-national, in ihrem Hitlerland-Hinterland leben, obwohl eigentlich leben sie überhaupt nicht, sie existieren bloß. Gut, ich bin mir sicher, selbst als Neonazi hat man wahrscheinlich nichts gegen einen ausländischen Sitznachbarn am Strand eines türkischen oder tunesischen Touristenbunkers im Pauschalurlaub. Aber wehe, die kommen zu uns und machen keinen Urlaub hier, sondern wollen tatsächlich bleiben. Dann rollt das Rudel und tut so, als müsste alles, was recht ist, rechts bleiben und skandiert, wir sind das Pack. So laut, dass es seine eigenen Worte nicht versteht, auch wenn ich bezweifle, dass Neonazis eigene Worte haben. Es mag überraschen, aber diese Menschen, diese Flüchtlinge, diese Vertriebenen wollen bleiben. Selbst wenn sie erstmal ohne Habe, ohne Arbeit und ohne Kenntnis der Sprache sind. Weil sie in ihren Ländern Krieg, Folter und ja auch das keine finanzielle Perspektive zum Überleben sehen. Gerade beginnen Politiker ja feine Unterscheidungen zu treffen zwischen guten und weniger guten Asylanten, zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen. Jetzt muss ich mich doch wundern. Liebe Politiker, was habt ihr und auch wir zum Beispiel im Internet gerufen nach einer komplett vernetzten Welt, in der jeder mit jedem nicht nur kommunizieren, sondern auch Waren handeln kann? Ein Wunderland der Globalisierung, die ganze Welt, ein Dorf. Eine vor allem Wirtschaftsgemeinschaft, die uns alle zusammen glücklich, ach glücklich, glückselig macht. Doch schon Aristoteles hat gesagt, dass es auch zur Glückseligkeit gehört, dass man einen ausreichenden Anteil an den Gütern dieser Welt hat. Und jetzt sind sie hier. Sie klopfen an unsere Türen und sagen, hallo, wo ist er denn? Mein Anteil an den Handelswaren, an den Gütern, an der Glückseligkeit dieser Welt. Willkommen in der Globalisierung, die eben nicht bedeutet, dass der Stärkere wieder mal den Schwachen ausbeutet, nur diesmal mit 3 Klicks und technisch perfekter, sondern der heißt, die Welt ist ein Dorf und in einer Dorfgemeinschaft steht man für den anderen ein. Natürlich ist es eine Schande, dass sich im europäischen Dorf genannt EU einige Länder abschotten, Flüchtlingsströme mit Zäunen und Mauern aufhalten. Wir könnten auf diese Länder einfach mit dem Finger zeigen, wir könnten aber auch einfach weiter mit gutem Beispiel vorangehen und den Menschen, die unter Entbehrungen tausende Kilometer einen Hoffnungslauf hingelegt haben, die Hände reichen und sagen, wenn sie hier arbeiten wollen, wenn sie hier leben wollen, wenn sie einen Anteil des Glücks abhaben wollen, dann sind Sie herzlich willkommen. Max Weber forderte ein Ideal, nämlich dass die Reichen Gutes tun, weil das Geld ihnen Verpflichtungen auferlegt. Und unser Land hat genug davon, um jeden Einzelnen satt zu machen, egal, ob er hier geboren wurde oder nicht. Ach so, und wenn die ganze Welt wirklich ein Dorf ist, dann gibt es eben überall, auch in Heidenau, in Salzhemmendorf oder Weissach, Dorfdeppen. Sie erinnern sich, diejenigen, die durch die Gegend laufen mit Schildern, auf denen unser Dorf soll dümmer werden oder wir sind das Pack draufsteht. Nein, ihr seid kein Pack. Denn dieses Wort kommt aus dem Niederdeutschen und bezeichnete die wichtigen Lastenträger einer Gruppe von Menschen. Ihr seid nur die traurige Last, die drückend auf uns liegt. Vielleicht sollte man euch statt in den Pauschal mal in den Abenteuerurlaub nach Syrien schicken. Und wenn es einen gerechten, globalisierten Tauschhandel gäbe, dann tauschte ich gerne jeden Neonazi gegen einen Flüchtling. Ich weiß, den sogenannten Asylkritikern sage ich es vergeblich, aber dem Rest rufe ich von ganzem Herzen zu. Denken Sie schön. Mit nur einem Klick kannst du den Denkfunk abonnieren. Hol dir dein Willkommensgeschenk ab. Freue dich auf prominente Gäste beim Denkfunk-Festival. Denn Denkfunk braucht dich, damit wir mehr erreichen, mehr informieren, mehr Wert schaffen.